Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder den Blockbuster am Start im Blue-Res-Geschmack. Eigentlich hatte ich mir Apfelgeschmack bestellt, aber ich glaube, der war nicht mehr am Start. Den gibt es jetzt vor dem Training. Heute wird Push trainiert aus diesem kleinen, nice Hightech-Shaker hier. Aber ich glaube, der ist nicht mehr so besonders, weil... Ich habe die schon mal gesehen und dachte mir, ich bestell mir einfach einen. Bei Subshop gibt es da und ja. Jetzt wird erstmal schön ausgetrunken und dann wird schön trainiert. Anton, warum trinkst du keinen Booster? Der will nicht mitmachen. Anton, welchen Booster hast du dir denn gegönnt? Das war's komplett, keiner macht mit. Danke, Leute. Hello, darkness, my old friend. Ja, das Training ist durch und ich muss sagen, es war wirklich ein richtig geiles Push-Training seit langer Zeit mal wieder. Kraft war nicht so am Start, aber ich habe mich wirklich mega gut gefühlt, besonders beim Bankdrücken. Ich habe 4x8 gemacht und es war echt nice. Mit 90 Kilo 4x8 ging auf jeden Fall fit. Ja, und die anderen Übungen habe ich ja auch alle abgefilmt, außer Fleiß. Fleiß habe ich noch gemacht mit Kurzhanteln gezwungenermaßen, weil ja der Kabelturm leider besetzt war. Aber es ist halt so das Ding, ich variiere da immer. Ich gucke, wenn der Kabelturm irgendwie voll ist und ich frage manchmal nach, wie lange machst du noch? Und wenn er dann irgendwie antwortet, ja, ich weiß nicht oder ich mache 3-4 Sätze, dann denke ich mir, so ganz ehrlich, anstatt zu warten oder so, mache ich dann einfach eine Alternativübung wie Butterfly oder Kurzhantel Flies. Kann ich auch nur empfehlen, dass man sich da nicht so einschränkt, weil abwechseln ist zwar auch ganz gut, aber macht dann irgendwie auch, ja, ist dann auch immer ein bisschen stressig, wenn man sich dann abwechselt. Ja, es sei denn, es ist halt mit einem Kollegen so, aber wenn das irgendwie irgendwer anders ist, ist es immer ein bisschen nervig abzuwechseln, finde ich. Vor allen Dingen, wenn ich auch mal was filmen möchte oder so, Flies habe ich jetzt nicht gefilmt, aber generell. Einfach mal so gesagt. Und ihr habt es gesehen, ein kleines Subshop-Paket war am Start. Und zwar habe ich hier einmal den Blockbuster, den habe ich euch ja schon gezeigt. Meiner Meinung nach, ja, einfach ein geiler Booster auch für, wenn man häufiger einen Booster nimmt. Oder auch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, kann man auch mal regelmäßig nehmen. Also kann man auch, könnte man auch täglich nehmen, wenn man, ja, wenn man will. Ist natürlich nicht zu empfehlen. Könnte man auch sozusagen als, ja, Pre-Workout-Produkt bezeichnen, weil das jetzt wirklich nicht so ein Hardcore-Booster ist. Also da ist halt auch wirklich nichts Spektakuläres drin, außer Koffein. 180 Milligramm ist sogar noch im Rahmen, sage ich mal. Also ist echt gut dosiert, ist jetzt nicht übertrieben viel, aber auch nicht übertrieben wenig. Ist wie ein, ja, ist fast wie ein Energy Drink, also ein bisschen mehr als ein Energy Drink vom Koffein her. Dann haben wir da noch AKG drin, also Arginin-Alpha-Ketoglutarat im 2:1 Verhältnis, 3 Gramm dosiert, ist auch in Ordnung, könnte ein bisschen mehr sein. Beta-Alanin haben wir drin. Eigentlich unnötig, aber ja, kribbelt, ist jetzt nicht so meins. Hydromax 1 Gramm, könnte man auch ein bisschen mehr reinmachen und Taurin 1 Gramm. Also wirklich, wie man sehen kann, nichts großartig, ja, heftiges. Ja, ein bisschen noch was für Explosive Energy, N-Acetyl-L-Tyrosin, auch 250 Milligramm, könnte man ein bisschen mehr machen. L-Theanin ist da noch 200 Milligramm drin. Also alles in allem eigentlich ein, ja, nices Pre-Workout-Produkt. Wie gesagt, der ist jetzt wirklich nicht hart. Also wirklich für Einsteiger vielleicht, die noch nie einen Booster probiert haben, die könnten Blockbuster auf jeden Fall probieren. Also wirklich so mein Lieblingsbooster, den ich auch wirklich, da bin ich ehrlich, auch regelmäßiger, häufiger nehme. Wie gesagt, der ist halt wirklich nichts drin, wo man sich Gedanken machen muss, ob das jetzt dumm ist, das jeden Tag zu nehmen. Beta-Alanin ist sogar ganz nice für Dauereinnahme, sage ich mal. Citrullin fehlt mir da leider drin, aber kann man ja extra einfach dazu machen, wenn man möchte. 6 Gramm Citrullin noch dazu und dann ist das Ding wirklich Bombe. Leute, die mich auf Instagram verfolgen, wissen, dass ich den Booster liebe. Da habe ich auch ein nice Bild mitgemacht. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall abchecken, verlinke ich euch. Ansonsten habe ich hier noch, ja, einfach hier noch so ein paar Magnesium-Caps, weil ich einfach so immer mehr gemerkt habe, dass ich so echt oft Muskelkrämpfe bekomme. Also, ja, in den Beinen vor allen Dingen habe ich echt oft so leichte Ansätze von Krämpfen. Das heißt, wenn ich dann anspannen würde, würde ich dann auf jeden Fall einen Krampf bekommen. Und ich dachte mir einfach mal, ich probiere Magnesium. Ich nehme es jetzt einfach mal regelmäßig als Kapseln. Ich hatte das mal als Pulver von einer anderen Firma und das war echt schrecklich. Also ich möchte jetzt auch keine Firma schlecht reden oder so, aber das war wirklich, das konnte ich mir nicht geben. Es war einfach wie Sand. Hat zwar so einen geilen Geschmack gehabt, aber es hat sich einfach null aufgelöst und es war einfach wie, als würde man Sand trinken und das war wirklich echt widerlich. Hab die Dose einfach weggepackt und nie wieder getrunken. Deshalb einfach in Kapseln. Das hält jetzt angeblich 60 Tage. Also wenn man 2 Kapseln nimmt, klingt ab auf den ersten Blick
viel, aber vielleicht werde ich da ein paar mehr Kapseln nehmen müssen. Ich informiere mich nochmal ein bisschen mit der Dosierung von Magnesium. Da bin ich ehrlich, da kenne ich mich nicht so gut aus. Und dann schaue ich mal, wie ich das mache. Und diesen nicen Portable Mix habe ich mir mal bestellt. Einfach mal so für Booster oder so, wenn man mal vor dem Training einfach. Also, es ist halt eigentlich so nice gedacht. Es ist halt eigentlich praktisch, so wenn man irgendwie Booster mischen will oder so, kann man einfach reinmachen und dann den Knopf drücken und dann mischt er das von selbst. Ist halt eigentlich nur nice to have. Ist jetzt nichts, was ich mir auch direkt kaufen würde, sage ich mal. Ist halt eigentlich nice, hat so ein bisschen, ja, ich würde sagen, es hat so, sieht halt einfach nur nice aus, wenn das sich so dreht. Vor allem, wenn man irgendwie einen Booster hat, der so farbig ist, also blau oder grün oder so, dann sieht das schon ganz geil aus. Aber an sich jetzt nichts Wildes, wo ich so denken würde, boah, das ist etwas, was ich direkt brauche. Von daher einfach nur so ein Nice-to-Have-Ding. Kann man machen, da werde ich auch gleich mal mein Kreatin reinmixen und dann gucke ich mal, wie das aussieht. Und da drücke ich mal hier den Knopf, dann seht ihr mal, wie sich das hier so dreht, wie so ein kleiner Strudel. Auf jeden Fall sieht das auch ganz nice aus. Dann mache ich jetzt einfach mal so einen Löffel Kreatin rein. Zack. Und das vermische ich jetzt perfekt. Nice. Das schmeckt das Ganze durch und dann kann man einfach genießen. Allerdings würde ich da kein Whey oder Bodybuilding Meal oder irgendwas anderes reinmachen, weil das ist halt echt nur so für Pulver, was relativ leicht sich auflöst, wie dieses Kreatinpulver hier. Was halt einfach nur ein bisschen durchgemixt werden muss. Habe ich mir ja sonst auch immer mit einem Löffel angemischt. Oder einem Booster oder so, den rühren wir ja auch meistens mit einem Strohhalm um, wenn wir aus dem Glas trinken. Oder halt mit dem Löffel. Dafür ist das ganz nice, aber so für Whey oder so, glauben nicht, dass es dafür gedacht ist. Deshalb lasse ich da auf jeden Fall auch die Finger von. Und ich glaube, man sollte nicht trinken, wenn das Ding läuft, weil dann spritzt man alles, ja, in sein Gesicht und das ist wohl man ja nicht. Deshalb trinke ich das erstmal aus und dann gibt es erstmal was Geiles zu essen. Das war die heutige Prostburger-Mahlzeit so viel aus. Einfach Nudeln mit so einer Hackfleisch-Bohnensoße, also so grüne Bohnen, also keine Kidneybohnen oder so. Und einfach ein bisschen Käse drüber. Auf jeden Fall nice, kann man machen. Dann eine recht kalorienreiche Mahlzeit mit extra Salz noch. Dann soll ja auch in den Aufbau gehen. Beziehungsweise einfach so einen leichten Aufbau, halt so wie man es kennt bei mir. Einfach easy aufbauen, da muss man ja auf jeden Fall wieder auf seine Kalorienmenge kommen. Ich bin aktuell noch so hin und her gerissen, nochmal richtig geil aufbauen oder erstmal noch ein bisschen chillen. Aber ich habe mehr Bock auf Aufbau. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen schwer sich zu entscheiden, aber ich denke mal, es wird eher auf Aufbau tendieren. Aber ich lasse mir das erstmal schmecken, ohne Stress und dann sehen wir weiter. Und so sieht die nächste Mahlzeit aus, einfach mit Reis und ja, mit dieser Soße hier drauf sozusagen. Da sind noch ein paar Kartoffeln drauf. Also es geht, ist halt eine relativ kleine Mahlzeit, aber schmeckt. Und ich werde von diesem Magnesium hier 3 Kapseln nehmen, als 2, die empfohlen sind. Also dann habe ich 450 Milligramm Magnesium. Das ist eigentlich eine ganz gute Menge für sportlich Aktive, sage ich einfach mal. Und ich bin ja eigentlich relativ sportlich aktiv, würde ich mal behaupten. Und was ich noch zusätzlich bestellen muss, ist Calcium. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Daran habe ich leider nicht gedacht bei der Bestellung, aber ich werde demnächst auf jeden Fall wieder bestellen. Und dann werde ich mir Calcium einpacken. Das brauche ich dann auf jeden Fall auch, Magnesium und Calcium zusammen. Es gibt ja auch so Zink, Magnesium und Calcium zusammen in so einer Kapsel. Das gibt es ja auch. Das werde ich abends, glaube ich, zu mir nehmen. Halt vorm Schlafen gehen, so irgendwann eventuell mit Zink. Zink habe ich auch schon wieder längere Zeit nicht genommen, aber ich versuche wieder die Supplements regelmäßig einzubauen. Besonders halt diese ganzen, ich sag mal, Gesundheitssupplement und Wohlfühlsupplements und Mineralsupplements und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie ich das meine. Und ich gönne mir jetzt erstmal das Essen. Und dann gibt es vielleicht noch was Leckeres, Süßes, worauf ich mega Bock habe. Ein leckerer Snack hier beim Cutten von dem Video. Ja, ein kleiner Protein-Cookie. In Cookies in Cream-Geschmack von Supplify. Mega saftig, einfach so als Süßigkeit, sage ich mal, wenn man Bock bekommt. Und von den Werten her auch mega nice. 13 Gramm Eiweiß hat das ganze Ding, also der ganze Cookie hier. Und 4,6 Gramm Zucker nur. Also mega nice. 4 Gramm Fett kann man ja hier sehen, alles. Also ist auf jeden Fall entspannt. 155 Kalorien, so als Snack. Besonders beim Zocken, Cutten oder sowas geht es auf jeden Fall fit. Also Cutten meine ich damit, Video schneiden. Cutten vom englischen Wort Cut, nichts Falsches zu verstehen. Man versteht das manchmal akustisch ein bisschen anders. Aber ich meine auf jeden Fall Cutten. Und hier habe ich diesen Cookie. Der sieht auf jeden Fall lecker aus. Schmeckt auch mega saftig. Kann man auf jeden Fall machen. Ich werde euch den Cookie verlinken und ihr könnt auch 10% sparen mit AME10 auf alle Supplify-Sachen, also auch auf diese Proteinchips, auf die Oatcakes und auf die Cookies, wie gesagt. Und ja, auf die Riegel, also auf die Q-Bars, die es gibt, also 10% könnt ihr sparen. Checkt einfach mal ab, wenn ihr Bock habt, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und die süße Mahlzeit, die ich erwähnt habe, war nicht der Cookie, sondern es ist eine andere Mahlzeit, die ist ein bisschen, ja, da muss man auf jeden Fall kochen für. Die werde ich vielleicht mal in einem Army in Kitchen machen, also ich werde mir das nachher machen, aber ich werde es nicht mehr filmen, weil das Video beende ich auch gleich an dieser Stelle. Aber ich habe mir überlegt, die süße Mahlzeit werde ich auf jeden Fall mal in ein Army in Kitchen einbauen, beziehungsweise einfach in einem Army in Kitchen abfilmen und euch dann sozusagen zeigen, was das ist. Also wenn ihr Bock auf eine süße Massemahlzeit habt, dann schreibt in die Kommentare einfach Hashtag süß, dann werde ich das sofort
schnell wie möglich machen. Und damit beende ich dieses Video hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen und über einen netten Kommentar. Wie gesagt, Kommentar, Hashtag süß, wenn ihr Bock auf die süße Mahlzeit habt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.